Nancy hat das Problem, dass das Pferd ihr die Zügel aus der Hand zieht, sobald sie die Zügel aufnimmt und sie nicht genau weiß, woran es liegt. Ihr Reitlehrer hat ihr wohl gesagt, dass es an den unruhigen Händen liegt und sie hätte die Hände wohl auch schon mal am Sattel festgehalten. Ist jetzt sehr schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, wie alt das Pferd ist. Wenn es ein junges Pferd ist und es dauert sehr lange, bis es sich löst, bis es sich vorwärts, abwärts dehnt und streckt und den Hals fallen lässt, dann würde ich immer vorschlagen, dass sie es vorher ablongieren. Und zwar so lange, bis es an der Longe den Hals fallen lässt und weiß, mit den Dreieckszügeln, die nachgeben, vorwärts, abwärts, aber ein Herausheben verhindern, dass das Pferd dadurch lernt, ich suche Kontakt und suche Verbindung zum Pferdemaul, dass es dann weiß, ich muss nachgeben. Deshalb bin ich auch kein Freund von Gummiausbindern oder Gummidreieckszügeln oder irgendwie was, was nachgibt, sondern das Pferd soll auch ganz genau wissen, es muss sich, wenn ich den Zügel annehme, in der Haltung tragen und darf nicht einfach sich den Zügel nehmen und aus der Hand ziehen, schon mal gar nicht. Ich mache es oft so, dass ich eine Brücke baue oder viel mit Brücke reite, wenn ich Bedenken habe, ob es an meiner Hand liegt. Dann nehme ich beide Zügel übereinander und baue die Brücke und stelle die Hand so hin, dass ich wirklich weiß, ich habe die Hände korrekt. Und wenn das Pferd jetzt zieht, dann halte ich auch einen Moment gegen, treibe nach und gebe dann wieder nach, dass er genau weiß, wenn ich mich anhebe, wenn ich mir die Zügel aus der Hand ziehen möchte, ist da eine Grenze. Und ist auch gleich im Ansatz eine Konsequenz, die das verhindert. Man muss konsequent sein, indem man klar sagt, Genickkontrolle durchs Genick, keinen Zügel aus der Hand ziehen. Und in dem Moment, wo das Pferd es versteht und reagiert, auch sofort klopfen und ihm sagen, genau das möchte ich nicht.